Ulrich Schiller ist gelernter Maurer und Diplom-Ingenieur und Chef der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft HOWOG. Mit über 75.000 Wohneinheiten ein Big Player auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Der ist hart umkämpft, Zehntausende sind auf der Suche nach einer passenden Wohnung. Und wenn die HOWOG zum Beispiel ein neues Projekt ins Netz stellt, passiert Folgendes. Wenn wir ein Projekt mit 100 Wohnungen haben und haben pro Wohnung 200 Bewerbungen, dann müssen 20.000 Interessenten auch gehandelt werden. Das ist auch eine große Herausforderung, logistisch gesehen. Aber das Wichtigste ist, dass es ein fairer Prozess ist. Fair bedeutet, alle 20.000 Bewerbungen kommen in einen Topf. Das Los entscheidet. Wir vermieten diskriminierungsfrei. Das heißt, jeder muss die Chance haben, bei der HOWOG Mieter zu werden. Ach, das heißt also nicht, da zählt kein Name, kein Titel, kein Stand? Nein. Das ist wirklich anstrengend, weil wir natürlich auch immer wieder Nachfragen bekommen. Mensch, ihr habt ein tolles Projekt fertiggestellt, da würde ich gerne einziehen. Dann sagen wir ja, bitte bewerben und dann hoffen wir, dass das Los zuschlägt. Bei Neubaumieten ab 10 Euro der Quadratmeter. Zuschlagen werden auch bei den landeseigenen Baugesellschaften die gestiegenen Baukosten, die am Ende umgelegt werden müssen. Gleichzeitig wollen wir ja mit unseren fertiggestellten Neubauwohnungen die Menschen auch nicht überfordern, was die Miete dann anbelangt. Das heißt, wir versuchen die Miete, die wir dann nach der Fertigstellung von unseren Mietern fordern, mit den Baukosten und den Zinsen übereinander zu legen. Der Großteil im HOWOG-Besitz sogenannte Bestandsbauten, darunter auch DDR-Plattenbauten. Insgesamt 70.000 Wohnungen, der energetische Umbau eine Riesenherausforderung. Wir werden an die Fassaden gehen müssen, wir werden an die Heizungsanlagen gehen müssen, wir werden an die Fenster gehen müssen. Und wenn man Energie von außen ins Gebäude hineintragen will, dann wird man auch an die Heizungsanlagen, aber auch an die Fernwärme heran müssen. Das heißt aber Mieterhöhung. Das heißt Mieterhöhung, bedeutet aber auch Einsparungen bei den Betriebskosten. Bei den geplanten Neubauten konnten die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften die gesteckten Ziele ja bisher nicht erreichen. Nein, eine Katastrophe ist das nicht. Das ist den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Wir wollen die Neubauziele dann ja zukünftig erreichen. Das heißt, wir sind in den Planungen und in den Vorbereitungen auch ungebremst weiter unterwegs. Wenn die Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft das zulassen. Aber bei den Berliner Wohnungsbaugesellschaften gilt ein Merkel-Satz. Wir werden das schaffen, davon bin ich fest überzeugt. Wir müssen die Stadt dichter und höher denken, um die vorhandenen Grundstückspotenziale auch voll auszunutzen. Ich glaube, dass Berlin aufgrund der Attraktivität immer ein Sehnsuchtsort bleibt. Das heißt, wir werden immer auch den Bedarf hinterherbauen. Aber bis 2026 sollen in Berlin fast 30.000 neue Wohnungen bezugsfertig sein.